Gerettet wie durchs Feuer, sagt Paulus zu wiedergeborenen Christen. Spricht er hier von einem Fegefeuer oder darüber, dass ein wiedergeborener Christ verloren gehen kann oder dass er nur beinahe riskant gerettet ist? Nein, definitiv nicht. Jeder Mensch, der Jesus Christus als Retter annimmt, bekommt die volle geistliche Wiedergeburt, ist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung und ist ganz 100% gerettet. Worum geht es hier? Hier wird die Gemeinde Gottes als ein Bauwerk gesehen, das sich noch im Bau befindet. Das Fundament ist Jesus Christus und der Baumeister ist Paulus, der mit seiner apostolischen Lehre über die Gemeinde Gottes, in der Christus das Zentrum ist, dieses Fundament gelegt hat. Und nun bauen alle wiedergeborenen Christen an diesem Bauwerk, aber mit unterschiedlichen Materialien. In diesem Abschnitt gibt es zwei Personengruppen. Wiedergeborene Christen, die bauen, aber mit unterschiedlichen Materialien, und Verderber. Das sind Menschen, die kein Leben aus Gott haben, Irrlehrer, die verderben dieses Haus. Die wiedergeborenen Christen können bauen mit Gold, Silber oder Edelsteine. Das sind Sinnbilder für Werke, Glaubenswerke, die in Übereinstimmung sind mit der apostolischen Lehre, mit dem Wort Gottes, oder mit Holz, Streu und Heu. Das sind Werke, menschliche, fleischliche Werke, die auch nicht in Übereinstimmung sind mit der paulinischen Lehre, mit dem Wort Gottes. Und dieses Werk wird geprüft nach der Entrückung. Da werden die Menschen, die wiedergeborenen Christen, offenbar vor Jesus Christus, sie werden nicht verurteilt, aber ihr Werk wird beurteilt, nicht ihre Person, sondern ihr Werk. Und diese Beurteilung durch Jesus Christus mit seinen Augen, das wird verglichen mit einer Feuerprobe. Die Werke werden erprobt, ob sie in Übereinstimmung sind und wertvoll sind für Christus oder ob sie nichtig sind, vergänglich sind und keinen Wert haben für ihn. Und alle Werke, die bestehen bleiben, werden belohnt und sind Gegenstand der Belohnung. Alles andere wird vergehen. Und hier wird nun ein theoretischer Fall, ein Extremfall geschildert, vielleicht ein hypothetischer Fall von einem wiedergeborenen Christ, dessen Werk komplett verbrennt. Das heißt, all seine Werke, die er getan hat, hatten keinen Wert für Jesus Christus und können nicht Gegenstand der Belohnung sein. Und der Schaden ist groß, denn erstens, er muss zusehen, wie sein gesamtes Werk auf der Erde verbrennt. Das heißt, es hat keinen Wert für Jesus Christus, es ist total wertlos und er bekommt keine Belohnung. Das ist der Schaden, den ein solcher Mensch dann davontragen wird. Er selbst ist aber 100% gerettet. Um das geht's. Und des Weiteren gibt es Verderber. Das sind Menschen, die Irrlehrer sind, nicht wiedergeboren sind, aber das Haus Gottes verderben wollen mit ihrer falschen dämonischen Lehre.